mich da in dieser Grafik, als ich sie fertig gemacht habe, vor ein paar Jahren, auch wieder gefunden. Hier unten sind wir als Verbraucher, wir sind das arbeitende Volk und auch die Rentner, jede einzelne Privatperson in Deutschland, auch der Multimillionär, auch der Multimillionär, der sitzt auch hier, das ist auch eine Privatperson. Ja? Der arme Rentner sitzt vielleicht hier unten, der Multimillionär sitzt dann 3 Stockwerke höher, aber er ist auch da unten. Wichtig zu wissen. Darüber sind die Unternehmen und darüber wiederum ist der Staat. Und jetzt gab es ja mal eine Zeit, Ende der 80er Jahre, als wir kurz vor der Wiedervereinigung standen, und da gab es viele Demonstrationen, diese Montagsdemonstrationen, erinnert euch vielleicht, wo die Menschen in Ostdeutschland, neue Bundesländer auch immer demonstriert haben, und wie war der Schlachtruf dort? Wir sind das Volk, genau. Und da haben sie auch recht gehabt. Sie waren auch das Volk. Nur der Staat ist jemand anderes. Der Staat ist jemand anderes. Das sind nicht wir. Wir sind das Volk. Da unten? Oh. Na? Wir sind das Volk und hier ist der Staat. Wir sind nicht der Staat. Der Staat ist ein abstraktes Gebilde und er steht nicht auf unserer Seite. Meint bloß nicht, dass der auf unserer Seite steht. Und auch auf unserer Seite, wenn wir uns als Christen definieren, steht er schon dreimal nicht. Aber auch generell ist der Staat nicht auf unserer Seite. Der Staat dient nicht dem Volk hier unten. Der Staat dient eher ganz anderen Kräften, will ich mal sagen. Denn über dem Staat gibt es inzwischen übergeordnete Staatengebilde. Ja? Das ist dieser ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Da gibt es die EU, wo wir schon drin sind. Da gibt es die, im militärischen Bereich die NATO, da gibt es die UNO, ehemaliger Völkerbund und so weiter. Mit dem hat das Volk gar nichts zu tun. Im Gegenteil ist sogar der Staat die Exekutive dieser übergeordneten Institutionen. Ich habe das vor 15, 20 Jahren zum ersten Mal gesehen, hatte ich einen Kunden, und dieser Mann, es war ein kleines Unternehmen gehabt, der konnte seine Steuern nicht bezahlen. Der Staat hat ihm, so schnell konnte er gar nicht gucken, eine Zwangshypothek in sein Grundbuch hineinschreiben lassen, damit er die Steuern bekommt. Er konnte nichts dagegen tun. Da wird nicht lange gefackelt. Der Staat kommt nicht und sagt, könntest du nicht mal und komm, wir gucken. Da wird einfach, dem Mann ist einfach das Haus weggenommen worden vom Staat. Und damals war ich leider noch nicht so weit, dass mir gleich das Licht aufgegangen ist, aber ich fand es damals schon erschreckend. Übrigens, der Zensus, der da durchgeführt wurde 2011, geht auch in diese Richtung. Ja? Also da muss man auch aufpassen, ja, Eigentum hat, ja, denn der Staat, Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz, der Staat kann zugreifen. Und er macht's auch. Also, der Staat letztendlich muss seine horrenden Schulden irgendwie bezahlen. Seine Zinsen auf die Schulden vielmehr. Wie kann er das tun? Er kann's nur tun, indem er die Steuern erhöht. Indem er Abgaben einführt. Dazwischen sehen wir die Unternehmen. Die Unternehmen können noch darauf reagieren. Wenn ich ein Unternehmen habe und muss jetzt auf einmal höhere Steuern bezahlen, was mache ich dann? Ich schlage es auf die Preise um. Ich beteilige einfach meine Kunden damit. Ich zahle doch nicht alles allein. Wenn der Staat von mir mehr Geld will, gebe ich es weiter an die Kunden. Dann erhöhe ich die Preise wieder. Und ganz unten sind wir müssen es bezahlen. Und das macht der Staat nur deshalb, weil er Milliarden von Euros an Zinsen bezahlen muss, jedes Jahr. Ganz normal, aus dem normalen Wirtschaftsding raus. Da gibt es natürlich noch andere Verpflichtungen, die damit zusammenhängen, aber das sind der Hauptgrund. USA zum Beispiel, Amerika, hat sein Einkommensteuersystem eingeführt 1913. Das war genau das Jahr, wo auch die Federal Reserve Bank gegründet wurde. Das heißt, die Bank, von der Amerika oder USA oder wie man es auch betiteln will, sein Geld bezieht. Bei diesem Bankensystem ist die USA verschuldet
mit zig Billionen, offiziell sind es 17 Billionen, Billionen Dollar. Die werden bezahlt durch die Steuer der amerikanischen Bürger, aber die reicht schon lange nicht mehr aus. Weil auch diese Schulden immer weiter steigen. Damit hier keiner über Bord geht, werden solche Rettungsschirme und so weiter gegründet. ESM, wie wir hier sehen, übergeordnete Organisationen. Damit nicht vorzeitig jemand zusammenbricht hier von den einzelnen Staaten, müssen die Starken, deswegen auch der Euro zum Beispiel gegründet worden. Auch mit einem Grund. Damit niemand durch Abwertung seiner Währung sich da gesund schrumpfen kann. Das wäre nämlich möglich. Das geht im Euro nicht. Aus dem Grund ist der Euro gegründet worden. Nur um Kontrolle zu haben, um die Staaten letztendlich auch zu knechten, will ich mal sagen. Im Griff zu haben. Aber wer ist es denn, der die Staaten im Griff hat? Wir haben gesehen, dass nochmal oben drüber die Banken stehen. Und die Banken, es sind private Banken, die gehören ja jemand. Da sind Menschen hinten dran, Organisationen. Diese Banken gehören irgendjemand. Und diese irgendjemands, die kassieren die Zinsen, die die Weltbevölkerung erwirtschaftet. Billionen von Euros. Und das war auch mit ein Grund, meine Gemeinde weiß es ja von mir auch, dass ich zum Glauben gefunden habe, weil ich erkannt habe, dass da ein System dahinter steckt und dieses System ist fürchterlich böse. Denn nur wegen dem Geld können diese Menschen das nicht machen. Jeder Mensch hat eine gewisse Lebensspanne, ja, und eine Billion kann kein Mensch ausgeben. Und mehrere und zig Billionen schon gar nicht. Also muss doch was anderes dahinter stehen. Und dann habe ich mich einfach mal darum gekümmert und mal nachgeforscht, was steht denn da dahinter? Wer kann Interesse haben? Was für Interessen stehen da dahinter? Und so bin ich auf die Bibel gekommen. So bin ich auf die Bibel gekommen, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen, gläubige Menschen, schon vor 30, 40, 50 Jahren, gibt es sehr gute Literatur, die haben Bücher geschrieben über dieses Thema. Und die habe ich gelesen. Und da waren auch immer Bibelzitate mit dabei. Und so bin ich auf die Prophetie gekommen. Und so habe ich auch festgestellt, letztendlich, dass da ein Plan existiert. Natürlich können wir jetzt nicht im Detail auf alle Einzelheiten eingehen, aber ich möchte euch doch mal ein paar Anregungen geben. Denn mit diesem System sind letztendlich die ganzen Staaten unter Kontrolle zu bekommen. Das ist das Zeichen, was dafür steht, übrigens. Das Ganze ist eine pyramidale Struktur. Das kann man ja noch einfach erkennen. Ja? Oben sind wenige, ne? Dann werden es immer ein paar mehr. Das ist wie in einer Firma auch. Ne? Es gibt einen Vorstand, dann gibt es ein paar Assistenten, dann gibt es ein paar Abteilungsleiter und irgendwann unten sind dann die ganzen Mechaniker und so weiter. Ist auch okay so. Aber das ist dieses System hier. Und diese Struktur, die findet man überall wieder, wo die jetzt endlich beteiligt sind, die dieses Geldsystem beherrschen. Denn wo fließen denn die ganzen Billionen hin? Sie fließen nicht auf unsere Märkte, sie fließen nicht in die Volkswirtschaften. Das Geld wird zurückgehalten. Es wird für was ganz anderes verwendet. Die Pyramide ist als Struktur und als Symbol dafür erkennbar. Sie können sich gerne mal, im Internet eingeben, Bankenlogos, wie viele Banken allein Pyramiden in ihrem Logo drin haben. Es ist auch ein Freimaurersymbol, ja. Das Hauptsymbol sogar. Ich frage mich, was auf dem 1-Dollar-Schein eine ägyptische Pyramide zu suchen hat. Oder haben Sie sich mal über das Dollarzeichen Gedanken gemacht? Wie ist denn das Dollarzeichen? So ein S und dann durchgestrichen, ja? Aber in Dollar ist gar kein S drin. Ist mir aufgefallen? Oder heißt es Dollar? Dollar kommt von Taler übrigens. Das ist der Wortursprung von Dollar. Forschen Sie es nach, Sie werden staunen, warum das so ist. Also die Pyramide ist da das Symbol dafür. Und diese Grafik hier, die zeigt uns jetzt, was uns bedroht. Was uns bedroht, was über unseren Köpfen schwebt und wo der Druck herkommt. Wir sehen in der Mitte, das sind wir, das ist die Wirtschaft, ja, der Staat, die Unternehmen, die Privatpersonen. Und die
leben letztendlich nur durch Kredite. Alle unser Geld ist Kredit. Ob wir jetzt selber einen Kredit haben oder nicht, spielt keine Rolle. In jedem Produkt, das Sie kaufen, wenn Sie heute einkaufen waren, haben Sie zwischen 30% und 40% Zinsen bezahlt, die in diesem Produkt drin waren. Sie mal vorstellen. Wo fließen die Zinsen hin? Die fließen zu den Banken. Wenn ich die ganze Weltwirtschaft zusammennehme, sind es Billionen. Wo ist dieses Geld? Vielleicht haben Sie schon mal was gehört von Kapitalsammelbecken. Haben wir auch schon mal gelesen, ja, in der Zeitung. Das Geld fließt in strukturierte Produkte der Banken. Ja, die sind, man kann es nicht nachvollziehen dann. Irgendwann verliert sich die Spur. Aber eines ist sicher, und dafür gibt es gesicherte Zahlen, dass Derivate, Optionen, Optionsscheine, Wetten, deswegen steht hier Casino, die Banken handeln mit diesem Geld untereinander. Und das ist höchst gefährlich. Wenn da mal einer auf den falschen Knopf drückt, kann es sein, dass wie Dominosteine die ganzen Banken umfallen. Das wird gemacht. Und dort fließen die Gelder hin. Die werden entzogen dem Markt. Und deswegen habe ich auch gesagt, momentan ist es eine gefährliche Situation. Momentan wird wahnsinnig viel Geld gedruckt. Die USA hat schon dieses Quantitative Easing, nennt sich das, ne? Also Milliarden habe die schon gedruckt. Jeden Monat kommen da inzwischen 60 oder 70 Milliarden dazu. Die EZB fängt jetzt auch damit an. Aber wo ist das Geld? Es landet nicht in den Volkswirtschaften. Und das ist das Gefährliche. Wenn die Inflation zurückgeht, und dann ist es gefährlich, dass wir kippen in eine Deflation rein. Und dann wird es für alle uns nicht angenehm. Aber wenn wir sehen, wir sind abhängig letztendlich von dem, was die Banken machen. Hier ist eine Grafik, kann man jetzt nicht viel darauf erkennen, ich erkläre es aber. Die zeigt uns, wo Teile dieses Geldes dann doch wieder hinfließen. Die Universität in Zürich hat im Jahr 2007 begonnen, eine Studie zu machen. Die wurde erst letztes Jahr fertig. Und sie hat da, ich habe es unten mal vergrößert, 37 Millionen Firmendaten waren da zugrunde gelegen. Die wollte einfach mal wissen, welche Firmen weltweit den meisten Einfluss haben und wie untereinander vernetzt waren. Und dann haben sie ein Vernetzungsdiagramm angefangen aufzustellen. Dann sind irgendwann einmal 43.000 Unternehmen rausgekommen, die international tätig sind, also mindestens in zwei Ländern. Und von den 43.000 waren es dann wieder 1.300 Unternehmen, die zum engsten Kern gehören, die also an allen anderen mit dran beteiligt waren. Und von diesen wiederum, von diesem Kern, gab es wieder einen Kern. Das waren nur 147 Unternehmen. Und diese 147 Unternehmen, und das sind jetzt Zahlen von 2007, durch die lange Aufbereitungszeit hat es halt jetzt gedauert, inzwischen hat sich das ja wieder verändert, die haben damals schon vor 7 Jahren mehr als 40% des gesamten Weltbruttoinlandsproduktes oder von den Firmen kontrolliert. Nur 147 Firmen. Und jetzt pass es auf, von diesen 147 Firmen, die Studie ist auch einsehbar im Internet übrigens, von diesen 147 Firmen, was glauben Sie, wie viel da aus dem Finanz- und Immobilienbereich waren? 133. Da wissen wir ja, wo das Geld ist. Ja? 133. Und jetzt ging einer her, die einflussreichste Firma war übrigens die Barclays Bank. Viele Firmen, die man auch gar nicht kennt. Ja? AXA-Unternehmen zum Beispiel, ein großes Unternehmen, ja, wo man kennt jetzt, ne? Wo da auch damit drin ist. Viele Banken, ja? Deutsche Bank ist auch mit dabei.